Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2021. Wir haben in der letzten Folge noch gegen Ende dieses wunderbare Fahrzeug angenommen und der Auftrag lautete, ja, die Bremsen sind schlecht. Guck dir mal bitte die Bremsen an. Ja, ich habe jetzt in den Kommentaren einen Tipp bekommen, dass man auch, um Fahrzeugteile zu finden, die defekt sind, auf die Teststrecke mit den Fahrzeugen gehen kann und man dann angezeigt bekommt, was quasi so kaputt ist. Ich habe das gerade schon mal ausprobiert, muss ich zugeben, mit dem Fahrzeug hier und es ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich. Es ist sehr, sehr, sehr hilfreich, weil man kriegt gegen Ende dann angezeigt, was wirklich alles kaputt ist, so was einem aufgefallen ist beim Fahren. Und das ist schon eine richtig, richtig coole Sache. Man kann jetzt wirklich hier mit dem Fahrzeug dann durch die Gegend fahren und das ist schon richtig, richtig, richtig cool. So, das ist unser Fahrzeug. Ja, ich kann jetzt hier wirklich Gas geben und bremsen und lenken und kann hier durch diesen Parcours durchfahren. Und natürlich will ich die Karre dabei nicht zerlegen, aber... ja, da kann man halt schon feststellen, ja, ist die Lenkung in Ordnung, funktionieren die Bremsen und was macht die Aufhängung, ist das alles auch noch soweit in Ordnung. Und das kriegt man am Ende dann angezeigt. Man merkt zum Beispiel jetzt hier beim Fahren, dass die Spur nicht eingestellt ist, weil das Auto fährt oder zieht immer so ein bisschen nach rechts. Und ja, jetzt hier wird die Aufhängung getestet, wie holpert es da drüber und jetzt gleich haben wir den Bremstest hier quasi. Ich muss, glaube ich, einfach nur in dem roten Bereich stehen bleiben und deswegen bremse ich jetzt mal hier oder vielleicht muss ich da vorne bei den Linien auch bremsen oder so, keine Ahnung. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Bremsen schlecht sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, hier eine Probefahrt zu machen. Auf jeden Fall. Ich habe das noch nicht ausprobiert gehabt, weil ich nicht gedacht habe, dass wir am Ende dann sowas hier angezeigt bekommen. Aber es ist wirklich sehr hilfreich, wenn man irgendwelche defekte Teile noch sucht. Danke nochmal für diesen Tipp. Tja, wir sehen jetzt hier Bremsbeläge, Bremsscheibe, Bremssattel. Das ist alles ziemlich für den Popo. Und wir haben ja halt jetzt eine riesen Liste von den Sachen, die uns während der Fahrt aufgefallen sind. Und normalerweise müssten wir dann auch hier, genau, das war der Auftrag. Vorher haben wir diese Teile hier nicht angezeigt bekommen. Da hieß es nur, ja, Teil nicht gefunden. Jetzt sehen wir hier schon auf der Liste 5 Sachen, die wir quasi schon entdeckt haben. Jawohl. So, also würde ich sagen, bringen wir das Auto doch einfach gerade mal in die Werkstatt auf die Hebebühne und schauen uns die ganze Sache mal an. Ja, wir müssen halt noch einen Teil finden, was kaputt ist. Die anderen Sachen könnte ich mir theoretisch mit dem Stern anzeigen lassen, wobei ich ja auch schon mal gesagt habe, ihr habt jetzt auch schon mehrmals in die Kommentare geschrieben, ja, schalt doch die Sterne an, da musst du nicht suchen. Ich persönlich, ja klar, es hilft mir weiter, aber andererseits finde ich halt dieses so Sachen suchen und da irgendwie was draus lernen auch ein bisschen cooler, aber ja, ich kann es nachvollziehen, dass es im Video vielleicht angenehmer ist, wenn ich da nicht blöd am Rumsuchen bin. Kann ich schon irgendwie nachvollziehen. So. Genau, da haben wir die Bremse, die sieht ziemlich verrostet aus. Ich denke mal, das ist einer der Übeltäter. Und ja, wie gesagt, normalerweise könnte ich mir das jetzt über den Stern anzeigen lassen. Ich finde es aber cooler, wenn wir uns das angucken, weil ich muss ja sowieso noch Fehler suchen. Eine Sache ist ja noch kaputt. Da müssen wir dann noch gucken, ob wir das irgendwie finden. Oder wir müssen vielleicht im Motorraum mal Sachen durchmessen. Vielleicht ist auch das ABS-Steuergerät irgendwie kaputt. Keine Ahnung. So. Ich wollte eigentlich gerade noch die Sachen hier auf die Liste setzen und zwar war Einkaufsliste hinzufügen war so, wie konnte ich denn nochmal so in die Einkaufsliste reingehen, da wollte ich gucken, ob ich, beziehungsweise ich lösche gerade nochmal alles raus, dann tun wir das nochmal neu hinzufügen, so, genau, da sehen wir auch schon, die Bremsscheibe sieht defekt aus, die andere vorne ist in Ordnung, da haben wir eine Prozentzahl gesehen. Das hat soweit gepasst. Der Bremsbelag ist fertig. Und die Bremsscheibe sieht auch fertig aus. Machen wir die Schrauben noch hinten los. Dann setzen wir das hier direkt mal auf die Einkaufsliste. Bloß die Bremsscheibe setzen wir auf die Einkaufsliste. Kriegt neue Teile eingebaut. So, vielleicht sehen wir jetzt noch irgendwas, was einen Schlag weg hat. Aber ich glaube nicht. Das sieht soweit in Ordnung aus. Ich denke mal, ich werde eine Mischung machen zwischen Suchen und die Hilfssternchen benutzen. Werde ich wahrscheinlich durchmischen. Mal Hilfe benutzen, mal suchen. Mir persönlich macht das Suchen einfach mehr Spaß, weil in der realen Werkstatt kriegst du es ja auch nicht markiert, welches Teil kaputt ist. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man da nicht diese Hilfe benutzt, aber passt schon. So, Bremssattel, den lösen wir gerade mal. Der sieht nämlich kaputt aus. Den hatte ich jetzt, glaube ich, zur Einkaufsliste hinzugefügt, oder? Den Bremssattel. Genau, hatte ich hinzugefügt. Bremsbelag sieht in Ordnung aus, 94%. Das ist in Ordnung. Bremsscheibe habe ich jetzt... Moment, falsch.
So, wollte ich gerade nochmal gucken. Bremsscheibe habe ich jetzt wo? Ich glaube, da habe ich die eben gerade schon draufgesetzt. Ich klicke manchmal ziemlich schnell und dann kriege ich manchmal gar nicht mit, was ich da geklickt habe. Es ist dann manchmal. Wir werden es aber dann sehen beim Zusammenbau. So. Oh, interessante Feder übrigens hier drin. Eine Plattfeder. Kennt man. Aber ich habe nicht gedacht, dass dieses Fahrzeug so eine Plattfeder drin hat. Haben nicht LKWs Plattfedern öfters mal drin? Ich glaube ja, also so größere Fahrzeuge, schwerere. Das Fahrzeug wird wahrscheinlich dazu zählen. Ist ja schon ein ganz schöner Brocken, muss man sagen. So. Da machen wir gerade mal hier den Reifen weg. Erstmal wieder alle Schrauben lösen und dann komplett abschrauben. Okay, hier sieht's eigentlich. Das sieht gut aus. Ja, der bremst nicht mit links. Okay. Gut, ich würde fast sagen, wir gucken auch noch mal gerade im Motorraum rein, ob da das. Oh, ja, ich wollte es nur weiter runterlassen, weil ich hier kaum reingucken kann. Ich bin ein kleiner Zwerg. Ich kann hier nicht reingucken. Muss ich es doch so machen. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das ABS-Steuergerät wahrscheinlich kaputt ist. Dass das das eine fehlende Teil noch ist, das wir auseinandernehmen sollen. Das habe ich schon gedacht. Gut. Setzen wir gerade auch noch auf die Einkaufsliste, dann haben wir das auch mit drauf. Das sieht alles hier in Ordnung aus eigentlich. Da müssten wir eigentlich auch das fehlende letzte Teil gefunden haben, genau. Ja, dann easy Auftrag. Ich hab's Tablet, ich gehe aber immer an den Computer. Ja, Gewohnheit. So, Bremsbeläge. Hatten wir jetzt wie viele? 2 habe ich da aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube ja. Einkaufsliste öffnen. Bremsscheibe habe ich auch 2. Teil kaufen. Bremssattel war es einer, der kaputt war. ABS-Steuergerät werde ich wieder bei Elektronik gucken müssen. Genau. So. Elektronik-Shop. Da sind wir. Und dann haben wir dieses ABS-Steuergerät. Teil kaufen. Und ich glaube, dann haben wir die Karre ganz schnell wieder am Laufen. Das war jetzt nicht so der wilde Auftrag. So, Schräubchen hier, Schräubchen da, Schräubchen dort. Okay, dann haben wir das schon mal, dann schrauben wir jetzt den Rest noch zusammen und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Genau, Bremsbelag, einen neuen, plus Bremssattel. Schräubchen wieder hinten reinschrauben, Reifen drauf. Ich freue mich ja irgendwie schon drauf, wenn wir irgendwann das erste eigene Auto haben, dass wir dann auch tunen können und anpassen können und damit ein bisschen durch die Gegend fahren können. Ich meine, wenigstens auf der Teststrecke. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwie in anderen Gebieten rumfahren kann. Habe ich noch nicht nachgeschaut. Vielleicht gibt es ja dann noch irgendwas. So, Bremsscheibe. Ich finde es halt immer komisch, dass man hier das nicht pro Achse austauschen muss. Also ich kenne es in der Realität so, wenn du jetzt hinten rechts zum Beispiel die Bremse austauscht, Bremsscheibe und so weiter, wird auch automatisch die linke Seite hinten mitgemacht, damit das einfach alles gleich ist. Also kenne ich das persönlich, ich denke mal, so ist das auch Standard. Also wird halt hier im Spiel nicht so gehandhabt. Okay. Das erinnert mich gerade wieder dran, dass ich hier rumschraube, dass ich noch einen TÜV-Termin machen muss. Das ist natürlich nicht ganz so schön. So, wir haben gerade wieder ganz schöne Stream-Musik im Hintergrund, beziehungsweise die Musik am Ende vom Livestream. Ich habe gerade einfach wieder die YouTube-Audio-Mediathek laufen, weil ich finde es eigentlich ganz cool bei dem Spiel, wenn da ein bisschen Musik nebenbei läuft. Genauso wie beim Busfahren und so weiter, finde ich stellenweise auch ganz cool. Meine Fernbus-Simulator, The Bus und so weiter, die bieten das ja schon von Grund auf an, dass man da Radio hören kann während der Fahrt, aber halt leider kriege ich da auf YouTube dann Probleme, wenn ich die Musik da laufen lasse. Und ich finde, die YouTube-Audio-Mediathek ist echt nicht schlecht, also da gibt es sehr viele coole Lieder. Viele Lieder, die man auch perfekt zum Videoschneiden benutzen kann und die da hinten bzw. einpflegen kann. So, Fahrzeuginfo. Gucken wir gerade mal nach. Hier, das ist übrigens das, was angezeigt wird, was maximal an beschädigten Teilen eingebaut werden darf. Beziehungsweise
Teile unter 79% darf ich nicht mehr einbauen. Dann zählt es nicht als ersetzt. Habe ich auch als Tipp in die Kommentare reingeschrieben bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. So, dann haben wir das alles hier ausgetauscht. Somit können wir den Auftrag eigentlich beenden. Wir können ja eigentlich jetzt nochmal eine Probefahrt machen, oder? Also ich würde jetzt mal gerne wissen, ob es sich jetzt anders anfühlt vom Steuern. Wenn ich ehrlich sein soll. So, gehen wir nochmal auf die Teststrecke. Oh, wir haben auch eine Rennstrecke. Das ist natürlich dann geil, wenn man das eigene Auto getunt hat und dann auf die Rennstrecke geht. Ich hoffe, da fahren dann auch andere Autos mit. Ja, da steht auch, die Spur ist nicht justiert. Das Auto kann eventuell sehr seltsam fahren. Ja, ich kann noch keine Spuren einstellen. Dafür gibt es ein extra Upgrade und das machen wir dann auch noch früher oder später. So, theoretisch müssten die Bremsen jetzt noch besser sein. Wir gucken dann mal. Ich werde dann mal an der weißen Linie stoppen. Ja, sobald wir bei der letzten weißen Linie angekommen sind, haue ich einfach mal auf die Bremse. Aber es bremst gut. Es bremst gut. Und letzte weiße Linie. Ja, so viel Unterschied. Das letzte Mal habe ich später gebremst und bin auch da stehen geblieben. Also... ich weiß nicht. So schlimm waren die Bremsen, glaube ich, noch gar nicht. Also schon, aber vom Fahrerin her hat man es jetzt nicht ganz so doll gemerkt. Okay, ich würde sagen, wir können den Auftrag abgeben. Wir können den Auftrag abgeben. Auftrag beenden. Spielstand gespeichert. Level 7. Ich glaube, wir können bald in die Scheune gehen, weil in der Scheune kann man tatsächlich Autos finden, die man dann aufbereiten kann, wurde mir jetzt auch in die Kommentare geschrieben. Sehr, sehr cool. So, Kampagnenauftrag. Hi, ich bin's, Johnny Johnson. Erinnerst du dich? Ich war kurz nach der Eröffnung deiner Werkstatt hier. Ich sehe, dass dein Geschäft gut läuft. Ich hoffe, ich habe dazu ein wenig beigetragen. Ich war sehr zufrieden mit deiner schnellen Arbeit und dachte, du könntest etwas Werbung gebrauchen. Okay, zurück zum Geschäft. Ich habe heute hier einen schrecklichen Fall für dich. Ich habe es einem Typen billig abgekauft. Er war sich nicht wirklich bewusst, was er fuhr und wie viel es wert war. Entschuldigung. Aber sein mangelndes Interesse an Autos war ziemlich offensichtlich. Bitte kümmere dich um die Karosserie und den Innenraum. Oh, Innenraum hatten wir noch nicht. Dieses Auto hat es definitiv nötig. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch die Kupplungs- und Aufhängungselemente prüfen. Ich habe da so meine Bedenken. Mach was Nötiges, aber übertreibe es nicht. Es soll nur funktionieren und akzeptabel aussehen, ohne dass ich pleite gehe. Ich möchte noch etwas Geld an dem Auto verdienen. Ich hoffe, wir verstehen uns richtig. Wir sehen uns. Okay. Alles klar. Nehmen wir auf jeden Fall an. Klingt interessant. Hatte ich nicht auch in den letzten Folgen... Ach du heilige Mutter Gottes. Ach du heilige Mutter Gottes. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Komm, wir gehen erstmal rein. Hatte ich nicht in den letzten Folgen noch irgendwas hier freigeschaltet mit Sachen reparieren und so weiter? Ist schon wieder so lange her. Werkbankteile. Reparaturmäßig kann ich nur Sachen reparieren, wenn ich noch hochlevel. Alles klar. Hochleveln ging doch hier drüber irgendwie. Upgraden, reparaturmäßig Gedöns. Restaurator. Okay, wir haben 2 Kompetenzpunkte, machen wir das einfach mal, oder? Jetzt bin ich doch eigentlich Stufe 2, oder? Reparatur beginnen. Oh Gott. Okay, ich habe gedacht, ich muss jetzt in allen grünen Bereichen einmal stoppen oder so. Okay. Das war ja einfach. Okay. Ja, aber cool. Cool, ich weiß nicht, hatte ich noch irgendwelche Sachen freigeschaltet? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was sagt denn unser Geld? Oh Gott, unser Geld ist ja echt arm dran. Aber ich glaube, mit dem Auftrag hier können wir ganz gut verdienen, weil das sieht ja wirklich... Heilige Scheiße, sieht das kacke aus. Kann ich mit dem Ding auf die Teststrecke? Fährt das Ding überhaupt noch? Der Motor springt dich an. Okay, nee, fährt nicht mehr. Okay. Ja gut. Warum kauft der Typ immer so eine Kacke? Oh Mann. Na gut, wir bringen es mal auf die Hebebühne. Wir werden dann erstmal so eine grobe Inspektion machen. Die ganzen Teile mal durchmessen. Ach du Kacke, das ist ja alles verrostet. Der komplette Motor. Was hat er sich da gekauft? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, wie war das nochmal mit dem Durchmessen? Musste ich da so hin, so und wir tun erstmal hier Fehlerspeicher auslesen. Zündspule, Einzelfunk, Zündkerze, 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 Zündspule, Einzelfunk, Zündkerze, Zündspule. Da ist ja wirklich... Ach du Kacke. Was ist denn das Mindeste, was ich einbauen darf bei der Kiste? Ich soll ja Geld sparen. Was ist denn das Mindeste? 71%. Okay. Das wird interessant. Das wird interessant. Das wird ein interessanter Fall. Wir müssen es ja so günstig wie möglich zusammenschrauben, damit ich Geld verdiene. Kommissionsprüfer, der Motor springt ja nicht an, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Genau. Hab ich mir schon gedacht. Was können wir noch testen? Elektronische Bauteile können wir auch mal prüfen. Ich sehe auch da hinten schon verrostete Teile. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Da muss ich ja wirklich fast alles austauschen. 71% war, glaube ich, das Mindeste, was rein darf. Muss ausgetauscht werden, ausgetauscht, 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 ausgetauscht. Und ausgetauscht. Starterbatterie 1%. Oh Mann. Kauft ihr doch nicht so eine Kacke. Gut, ich verdiene ja mein Geld damit. Also das ist ja dann nicht so das Thema. Aber trotzdem. Komm, die Reifen sind doch bestimmt auch fertig, oder? Oh Gott, das wird wirklich ein Großauftrag. Das ist wirklich ein großes Projekt. Das ist ein großes Projekt. So, ich glaube, wir haben aber jetzt dann alles geprüft, was wir prüfen können, oder? Druckmanometer, Kraftstoffsystem. Ja, Motor springt ja nicht an, können wir auch nicht prüfen. Ansonsten, ja, wir müssen auch dann die Flüssigkeiten ablassen, weil ich denke mal, hier, der Kühler sieht nämlich auch ein bisschen fertig aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Ich bin gerade überlegen, ob wir die Teile verwerten. Ich glaube, wir gehen mal raus, die Teile verwerten. Es wurde mir empfohlen, mein Inventar immer zu räumen, wenn ich einen neuen Auftrag starte. Und muss man nicht unbedingt, aber ich muss ja so oder so die Teile irgendwie verwerten, verwursteln. Wobei, die Sachen könnte ich vielleicht früher oder später reparieren, aber wurscht. Achso, das Blaue war hier das Maximum. Okay. Wir werden ein paar Teile so verwerten und ein paar Teile verkaufen wir einfach. Ich hab in der einen Folge so dermaßen gerockt hier mit immer perfekt stoppen. Jetzt wird's nichts mehr. Reflexe sind einfach ausgezogen bei mir, die gibt's nicht mehr. Ist aber auch... Es gibt Punkte, so oder so, also es ist... Hauptsache ein paar Punkte sammeln. Auch wenn es nur ein Punkt ist, es passt schon. Ich sollte mich vielleicht auch einfach mal wieder mehr drauf konzentrieren, nicht reden dabei. Dann wird es vielleicht auch wahrscheinlich mal wieder beim Zielen ein bisschen besser. Oder ich muss mal wieder ein paar mehr Ego-Shooter spielen. So, komm, ich glaube, wir haben genug wieder verwertet. Der Rest wird jetzt einfach verkauft auf die Schnelle. Verkaufen. Moment. Ja, alles, was da... Oh, wir haben lauter Kisten. Ja, komm, öffnen. Gar nicht mitbekommen, dass wir lauter Kisten gekriegt haben. Oh, kleiner Bonus. Noch ein Bonus an Geld. Ja, sehr schön. Die nächste Box, bitte. Scheunenkarte. Und noch eine Bonuskiste, okay. Dann können wir direkt mit der nächsten weitermachen. Könnte ich den ganzen Tag so machen. Oh, noch eine Kiste. Können wir direkt auch wieder öffnen. Also wir werden jetzt am Ende der Folge nur noch Kisten öffnen wahrscheinlich. Ah, wobei, jetzt hat es mal ein Ende. Sehr schön. Okay. Schön, Scheunenkarte. Ja, komm, füll mal hinzu. Ich hoffe, dass die andere Scheune dann nicht überschrieben wird.
Wir haben jetzt... Ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass die andere Scheune überschrieben wurde. Das kann gut sein. Das wäre ärgerlich, aber gut. Okay. Wo fangen wir hier an? Inventar ist ziemlich leer, außer den reparierten Bremssattel haben wir hier noch drin. Ja, wo fangen wir da wirklich an? Ich würde sagen, wir fangen im Motorraum jetzt erstmal an, da auseinanderzunehmen. Hier, Ansaugkrümmer. Was sagt denn die Einkaufsliste? Da sind noch Sachen drauf, die machen wir gerade mal leer. Also ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall hier einen neuen Ansaugkrümmer. Zur Einkaufsliste hinzugefügt. Dann schrauben wir den... Dann gleich mal ab. Drosselklappe brauchen wir auch neu. Sieht so aus, auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich nehme es gerade erstmal auseinander und. Nehmen wir es erstmal auseinander und gucken dann. Jo, 14%. Dann passt es ja, dass es auf der Einkaufsliste jetzt mit draufsteht. Müssen wir den Kraftstoffverteiler noch entfernen, bevor wir das andere entfernen können. 69%. Brauchen wir also theoretisch auch neu. Oder auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob das stimmt. Mit den, weil normalerweise müsste ja jetzt hier das Teil, was wir ausgebaut haben, mit 69% draufstehen, was wir austauschen sollen. Aber irgendwie wird es jetzt nicht angezeigt. Das ist... Manchmal merkwürdig. Na gut. Ich würde fast sagen, wir lassen erstmal Öl und so weiter raus, die ganzen Flüssigkeiten, bevor ich jetzt hier wieder alles abschraube und am Ende läuft wieder die ganze Blöre hier irgendwo rum. Deswegen machen wir die ganzen Behälter gerade mal leer. Und das Öl lassen wir auch noch schnell ab und dann haben wir das wenigstens schon mal, weil ich denke, wir müssen die komplette Karre, bestimmt den kompletten Motor auseinanderpflücken. Ich sehe da auch schon verrostete Umlenkrollen und so weiter, also das wird ein Spaß. So, da hinten noch Bremsflüssigkeit. Okay. Haben wir das schon mal, dann lassen wir gerade noch das Öl ab. Hoch mit dem Dreckding. Das ist aber auch ein chaotischer Zustand, diese Karre. Kann man nicht anders sagen. Okay, ich war zu schnell. Jetzt muss es gehen. So, Gerät bewegen. Einmal unter die erste Hebebühne. Gerät benutzen. Lassen wir die Blöcke mal rauslaufen und dann gucken wir mal weiter. So, kann wieder weg. Oh Gott, ich sehe nur Rost. Ich sehe nur Schmutz und Rotz bei der Karre. Schmutz und Rost. Eieiei. Okay, das sieht auch kaputt aus irgendwie ein bisschen. Okay, die Schraube ist verrostet. Mit 13% fügen wir auch direkt mal zur Einkaufsliste hinzu. Da bin ich mir halt jetzt nicht sicher. Der Kraftstoffverteiler ist halt nicht aufgelistet. Heißt, wenn er nicht aufgelistet ist, muss er normal nicht getauscht werden, obwohl er unter den 71% ist. Also das scheint nicht so ganz korrekt zu sein. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung. So, Ventildeckel brauchen wir auch zur Einkaufsliste hinzufügen. Hier, die Nockenwelle ist auch verrostet. Die scheint auch kaputt zu sein. Zündspulen sind auch kaputt. Brauchen wir mindestens mal zwei. Setze ich gerade mal auf die Liste. Die hintere sieht auch noch ganz schön kaputt aus. Genau, setzen wir auch noch auf die Liste. Zündkerzen sehen auch alle kaputt aus. 70%. Ja, ist wieder so eine Sache. Kann gut sein, muss aber nicht. Ich habe gerade mal vier Zündkerzen auf die Einkaufsliste gesetzt. Die gucken uns die dann nochmal genau an. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass wir hier irgendwo so einen Kran haben, wo man den Motor quasi dranhängen kann. Dann kann man den da angeblich besser reparieren. Also ausbauen, da kommt man ein bisschen besser dran. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon habe oder ob das möglich ist oder... Keine Ahnung, ich sehe jetzt keinen, aber...
kann schon gut sein. Was haben wir hier Schönes? Federspanner, genau. Das war für die Feder. Das ist für die Reifen da hinten. Aber ich finde, man kommt auch so ganz gut dran. Also ist nicht so das Ding. So, also die vier hatte ich jetzt mal auf die Einkaufsliste gesetzt. Ich setze die auch nochmal mit drauf. Und ich will gerade mal im Auftrag gucken, ob wir, wie viele da aufgelistet sind. 1, 2, 3, 4. 4 Stück sind aufgelistet. Normalerweise wären 1, 2, 3, 4, 5, 6. Davon müssten eigentlich alle getauscht werden, weil unter dem Prozent. Ich denke mal, diese Prozentzahl gibt wahrscheinlich den insgesamten Zustand von dem Auto an. Wobei ich 71% für das Auto wirklich ein bisschen viel finde. Also ich finde das alles immer noch verwirrend, muss ich sagen. So, wir machen jetzt erstmal die Nockenwelle raus. Okay, dann haben wir das schon mal soweit losgeschraubt. Natürlich hätte ich das hier wahrscheinlich vorher erstmal wegmachen müssen. Oh Gott, sieht auch kaputt aus. Riemenspanner wird auch ausgetauscht. Wobei ich mich gerade frage, wie wir den rausbekommen haben. Aber egal. Habe ich auf die Einkaufsliste, glaube ich, draufgesetzt, oder? Müssen wir gerade mal gucken. Riemenspanner, hatte ich denn das drauf? Riemenspanner, jawohl. Kühler Lüfter müssen wir auch rausmachen. Der sieht auch kaputt aus. Also bei dem Auto ist eigentlich alles komplett für den Arsch. Es wird einmal wirklich komplett alles rausgerissen eigentlich und neu gemacht. So. Fügen wir hinzu. Keilriemen. Sieht auch kaputt aus. Ist er auch. So, dann die Einkaufsliste. Oh Gott. Was hat er sich da gekauft? Was hat er sich da gekauft? Ja, hier muss es auch alles weg. Hier Servopumpe muss auch raus. Vielleicht kann ich die eine oder andere Sache noch reparieren, aber ich sehe wirklich schwarz, dass es irgendwie günstig wird. Okay, muss ich von unten raus schrauben dann, alles klar. Also den Ölfilter. Gut, wir nehmen hier komplett alles auseinander, weil hier hilft nichts mehr anderes. Es muss eh alles komplett neu gemacht werden. Also nicht alles, aber ein Großteil. Da ist bestimmt auch noch irgendwas Kaputtes dahin, da bin ich mir fast sicher. Wobei, es sieht gar nicht so schlecht aus. Es sieht gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick. Hier bei der Lichtmaschine ist auch eine Schraube verrostet. Und die sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus, stellenweise. Die machen wir auch mal weg. Erstmal den Rost wieder lösen. Schraube rausdrehen. Ich meine, 73%. An sich würde ich sagen, ist eigentlich okay. Die ist auch jetzt hier nicht aufgelistet. Ist auch da jetzt nicht aufgelistet, okay. So, wir müssen hier noch die Umlenkrolle wegmachen, damit wir dann den Riemen da quasi wegmachen können, den Zahnriemen. Dann können wir hier oben das Zahnrad oder das Nockenwellenrad wegmachen. Dann können wir an die Nockenwelle ran. Dann können wir die rausmachen. Die brauchen wir auch auf jeden Fall neu. 3% Zustand nur noch, da können wir nicht mehr ganz so viel mit anfangen. Da sind auch viele Schrauben verrostet. Es wurde auch gesagt in den Kommentaren, dass wenn was verrostet ist, es darauf hindeutet, dass es kaputt ist. Ob das jetzt auch die Schrauben betrifft, würde ich sagen, nö. So. Gut. Ich würde total gerne auch mal in den Motorraum reingucken, ehrlich gesagt. Wir haben auch noch irgendwelche Teile nicht gefunden. 1, 2, 3, 4, 5 Teile haben wir nicht gefunden. Ich meine, das haben wir noch. Das können wir gerade mal machen. Dann haben wir den Ölfilter auch schon mal auf der Liste stehen. Noch ganz viele Karosserieteile kaputt. Der Kühler sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. So, den nehmen wir gerade mal raus. 10% Zustand nur noch auf die Einkaufsliste. Ich würde echt total gerne hier unten mal reingucken.
Aber wir suchen erstmal normal weiter. Bevor ich jetzt die Ölwanne da noch rausschraube und gucke mir die ganzen Zylinder von unten mal an und ich gucke erstmal hier oben noch weiter. So, die Starterbatterie, die ist nämlich auch fertig. Okay. Ja, das sieht eigentlich noch ganz in Ordnung aus, so auf den ersten Blick. Ups. Komm, Bremse und so weiter ist doch bestimmt auch kaputt. Wenn alles am Auto kaputt ist, dann muss doch eigentlich auch die Bremse ausgenudelt sein, oder? Hier sehe ich doch noch was. Da, die Antriebswelle. Schön verrostet. Und die andere hier hinten auch. Alles klar. Gut, weg mit dem Reifen. So, ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge mit unserem Großprojekt hier weiter, mit unserer Schrottkarre. Oh Gott, was hat er sich gekauft? Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.